Rob Gamer und willkommen zurück auf Roblox. Und heute zocken wir Rob A. Schwelechi Tycoon. Was ist das hier? Okay. Und auf jeden Fall ist es remastered, also noch besser gemacht. Und es ist nicht die alte Version, wenn ihr es fragt. Und ja. Labern wir nicht so viel rum, fangen wir an. Blablabla. Aha, ja, machen wir schon. So, und immer nicht vergessen, Geld einsammeln. Weil es gibt 250 Stück und das ist sehr viel. Ja. Und heute kommt noch ein Video. Und zwar kommt heute die XXL-Folge von Mad City. Das wird, glaube ich, auch ziemlich nice. Und wir sollen, glaube ich, auch mal Geld holen. Ja. Ja, wir sind halt ein. Wir sehen halt schon so. Wir sind halt ein bisschen arm, brauchen Geld. Und darum rauben wir hier das Chevalerie-Tycoon aus. Den Chevalerie. Den Chevalerie-Shop. Aus. Den Chevalerie. Ich weiß, der heißt nicht Chevalerie, aber. Hört sich auch witzig an. Ja, wir sehen auch richtig gekleidet dafür aus. Seht euch das mal an hier. So, ein bisschen Money. Man hat einen Vogel gekackt. Ist das giftig? Die Frage ist beantwortet. Ja. Vogelkacke ist giftig. Vergiftete Vogelkacke. Passen Sie auf. Oh, geht. Ich finde es geil, bei jedem Checkpoint bekommt man einfach Geld. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Ah! Oh nein. Komm. So remastered, aber halt nicht so gut remastered. Wie remastered? Wie remastered? Hat dieser Typ noch was zu sagen? Nein! Oh, ich töte mich jetzt erstmal. Ich hab noch gar nicht den Checkpoint geholt. Okay. Lass uns das nochmal machen. Oh Mann. Vielleicht sollte ich nicht immer sofort da drauf. Money, money, money. Was ist dieser Typ? Spring durch das Fenster. Ja, ja. Machen wir vielleicht. Kann auch durch dieses Fenster springen, doch nicht. Da. Ui, komm. Dann lassen wir weitergehen. Und man sieht da auch einen kleinen Glitch. So bekommt man da. Da muss man irgendwas sammeln. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe eine Erinnerung, das ist einer der geilen, ob ich es war. Auf jeden Fall sieht es bisher ziemlich kreativ aus. Alter. Okay. Zweiter Versuch. Das war vorhin ziemlich scary, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Ah! Nein! Oh nein. Okay. Oh. Die Hitbox ist ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Kennt man halt bei Obis. Das war jetzt mein Fehler, muss ich sagen. Let's go. Let's go. Okay, wir haben es geschafft. Money, 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 money. Money, money, money. Ah, so. Okay. So. Dieser Typ. Ja, Typ. Typi.
Wen juckt, was du sagst? Wie alt es geht? Ich hab das Geld nicht eingesammelt. Ich muss sterben. Ich brauche uns für alles jetzt. Sonst bekommen wir nicht die Belohnung, die wir eigentlich brauchen. So. Und lass uns doch kurz mal hier über mein neues Intro sprechen. Also auch mein erstes Intro. Ich finde es eigentlich ziemlich gut gelungen. Ich weiß nicht, ob ihr es gut findet. Aber ich muss mich auch bei euch kurz bedanken, weil das Intro ist wirklich sehr viral gegangen für meine Sachen-Dings. Weil ich bin jetzt ein kleiner YouTuber und es ist schon krass, dass er erst in einer Stunde so über 100 Dings bekommt. Über 100 Aufrufe. Und es hat auch 13 Likes? 12 Likes? Kein Plan. Jedenfalls hat es viele Likes und da bin ich auch sehr dankbar. Auch wenn es eigentlich 12 von über 100. Ach, vergiss es einfach. Ich bin auf jeden Fall dankbar. Das kann ich sagen. So. Okay. Was schaffen wir? Dynamo! Hui! Und das sagen wir doch gleich am paar Dings, ein paar Sachen über meinen neuen Kanal, die bald kommen. Und zwar werde ich bald einen Reaction-Kanal zeigen, also machen, und ein Vlog-Kanal. Das der eine wird heißen Rob Reactions, glaube ich zumindest, und der heißt Rob Vlogs. Oder Rob Vlogt, keine Ahnung. Irgendwie so. Ich selber werde mich nicht zeigen, aber ich werde meine super schöne Welt zeigen. Denn ich wohne in Stuttgart. Soll ich mal kurz Stuttgart zeigen? Die schönen Welten von die schöne Stadt Stuttgart. Irgendwie so. Ist auf jeden Fall, glaube ich, die Hauptstadt von Baden-Württemberg. Irgendwie so, ich kenne mich nicht so krass aus. Aber irgendwas in Baden-Württemberg, Stuttgart. Irgendwie so. Ja. Hört sich nicht falsch an, ich weiß. Aber ich kann euch jetzt mal. Und manchmal bin ich auch in Marokko unterwegs. Und da kann ich auch ein bisschen von Marokko zeigen. Ich glaube, in Marokko ist sogar ein bisschen spannender als ich in Stuttgart zeigen. Stuttgart ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Das kann ich euch versprechen. Aber labern wir nicht mehr so viel rum und holen wir uns das Cash. Nein! Oh Mann, das passiert, wenn man viel labert. Ui, aber es war auch ein bisschen riskant. Vielleicht sollte ich erstmal nachdenken und vorspringen. Wenn es gerade in Real Life passiert wäre, ich wäre schon ein bisschen dumm. Apropos Real Life. In Real Life können sich auch diese Dinger nicht drehen. Ach, wenn juckt, das ist nur ein Spiel. Kann ich warten, bis wir weitergehen. Easy. Ich wusste, dass diese Dinger kaputt gehen. Oh nein. Kommt doch bestimmt so eine Art Boss, oder? Oh nein. Ist auf jeden Fall schlimm genug aus. Ja, ich kann mit diesem Blut nicht reden. Okay, doch. Okay, komm ein bisschen raus. Zum Maul. Okay. Ich habe mir gar kein Geld auf.
Aber die Hitbox ist so ein bisschen groß, muss ich sagen. Ah, nein. Dieses Ding ist sehr schwer. Dieses Hindernis ist sehr schwer, muss ich sagen. Sehr schwer zu überwinden. Okay, das haben wir geschafft. Let's go! Ich bin sehr gespannt, ob es hier so eine Art Boss gibt. Oder irgendwelche Gegner. Das war uns zwar sehr kreativ. Dass ich gerade nicht reden, ich konzentriere mich sehr und sammle das Geld hier ein. Wenn man nicht viel redet, dann kann man sich sehr gut konzentrieren. Das muss ich auch dazu sagen. Okay. Okay. Vielleicht solltest du diesmal wirklich nicht so Maul halten. Let's go. Control. Wir haben schon 143 Money. Sind schon nah am Ziel, muss ich sagen. Ah, oh, wir sind jetzt auch da. Ah, oh, da ist Dynamit. Ja, ja, ja. Erstmal sammeln wir hier. Es geht auf Money, Money, Money. Free Robux. Was für Robux ist das nicht? Dun, 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 dun. Das betraut nie Free Robux Games, denn. Die können eure Adresse herausfinden, eure IP-Adresse, was ist der Unterschied eigentlich, euer Passwort und vieles mehr. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, kein Plan. Auf jeden Fall können sie auch bei dir einbrechen, sie wissen, wo du wohnst und sie können dich ermorden. Und das ist nicht so nett, sogar entführen. Ich würde sagen, schlimmer, weil dann können sie dich quälen, schlimmer als ermordet zu werden. Er mordet da, ching, und dann bist du tot. Kein Schmerz mehr. Kein Schmerz mehr. Das ist... Am besten ist eigentlich gar nicht irgendwas passiert ist. Aber... Ja. Manchmal muss man einfach aufpassen im Netz. Geht vor allem die kleinen Roblox-Kids. Fortnite-Kitties. Das ist was Neues. Wo ist eigentlich immer so? Hä? Das ist für mich schon komisch. Ui. Ui. Ja, meistens so wie hier. Dass man da durchgehen muss, nur dass es eigentlich nicht so schnell ist. Und durch die Lüftungsschächte. Ui. Ui. Ja. Oh, Mist. Ja. Jetzt muss ich ablenken und mache sofort weiter. Wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin wieder beim Anfang. Oh ja, ich bin wieder beim Anfang.
Okay, durch die letzte Geschichte. Mal wieder. Okay, let's go. Okay. Oh nein, da ist Mr. Big Cat. Nein, Mr. Big Cat, was zu machen? Komm und schul mich, Mr. Big Cat. Tick in mein Booty, komm her, komm her. Ey, Mr. Big Cat, Mr. Big Cat. Ist hier ein bisschen schmerzhaft die ganze Zeit, deinen Kopf gegen den PC zu schlagen. Und das gehört ich verloren bei League und bei League of Legends. Was ist das Problem, Mann? Ich hab ihn einfach. Oh Mann, er ist zurück und er verfolgt uns. TK, warum schießt dein Kopf runter? Geht's dir gut? Solange wir einfach hier so gerade auslaufen, ist glaube ich nichts. Ah, da. Da ist noch Geld. Free Rope. Ist nicht besser. Das ist nur Free Money. Was kann ich nur mit all diesem Geld machen? Welche? Wenn du Geld verpasst. Weil Geld ist wichtig. Sondern ist nicht so wichtig. Leben ist wichtiger. Aber Geld, damit kann man sich Sachen kaufen. Also man kann viel mit Geld machen. Als stehen. Aber das, was man nicht machen kann, ist wirklich denke ich, ist, Krankheiten zu heilen. Also, es gibt viele Leute, die sehr geldsüchtig sind. Geht vor allem um Mr. Krabs. Leute, ich weiß nicht, Script existiert nicht, aber anscheinend ist keiner Spaß. Ach, ja. Oh, satisfying. Ah, es ist mehr. Ich liebe es. Ah. Zerstören! Und die Fresse und die. Komm her, komm her. Und der letzte. Bam! Vielleicht sollten wir hier lieber weggehen. Scheiße, wo soll ich hin? Digga, komm! Komm, renn weg! Klicke auf das Gleis und. Alles Maul, Alter! Das Ding ist noch gut. Ich hab zu viele Drogen genommen. Komm, bitte, Alter. Hilfe! Komm ich da hin? Wo ist das Geld? Money, 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 money. Go! Go! Und eigentlich bin ich nicht geht, ich gebe mich nicht. Ich mag einfach nur Sammelobjekte. Damit ihr es wisst. Denn ich spiele immer zu 100%. Also Lego-Spiele. Vor allem Lego DC-Spiele. So, Dings. Kennt ihr bestimmt nicht, aber. Was mal? Ich glaube, viele können von euch Sick Boys Adventure, aber viele wissen, glaube ich, nicht, dass Sick Boys Adventure von Dings ist. Von der Reihe Little Big Planet. Mit Planet, da kann man sehr viel sammeln. Und da schaffe ich vielleicht nicht alles. Ich versuche meistens eigentlich viel mitzunehmen, aber 100%? Naja. Okay. Fahren wir weg hier. Weg hier. Oh mein Gott, meine Aufnahme 19 Minuten. Krass. Aha. So. Oh Mann, wir haben nicht alles. Aber wir haben sehr viel, muss ich sagen. Das ist echt krass. Schön, dass wir nicht alles haben. Oh, ich bin wieder am Anfang. Okay, Leute, ich sag euch, habt einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, euer Rob Gaming. Ciao!